es ist einfach ein Mod, mit dem man Bäume schneller abschlagen kann. Das heißt, ich schlage zum Beispiel hier unten den Block ab und die restlichen Holzblöcke fallen einfach runter. Ist auch ziemlich hilfreich dann bei solchen großen, wie ich sie in der Alpha-Bäumen. Schlägt man einfach einen Block ab und hat dann hier komplett alles. Den ganzen Baum vor sich liegen sozusagen. Und ja, ziemlich nützlich, finde ich. Können wir uns mal überlegen, ob wir das machen. Ja, die Blätter verschwinden jetzt ja auch schon. Wir können übrigens auch mal hier die Blätter abholen. So, wieder da. Ja, nun geht es hier weiter. Wir waren dabei, hier die Bäume, die Blätter hier abzuschlagen. Um vielleicht einen Apfel zu bekommen oder... Ja, es scheint nicht danach. Egal, dann machen wir einfach mal weiter. Ach, da ist hier schon der nächste Baum. Ich laufe eiskalt dann durch. Ach genau, im Übrigen, unser Channel hat jetzt auch seit neuestem eine Twitter-Seite und eine Facebook-Seite und ich könnte gerne liken oder uns folgen und wir haben auch eine eigene Webseite. Die Links haue ich euch dann noch in die Beschreibung. So, da liegt noch Holz da drüben, da liegen noch Setzlinge. Hier sind noch Setzlinge. Ich hoffe, die Musik ist es nicht so allzu laut. Ist die originale Minecraft-Musik. Von C418, wenn ich es richtig weiß. Ist die Superband C418. Ich drehe die Musik sicherheitshalber mal etwas leiser. So. Ich weiß nicht, wie laut die auf der Aufnahme zu hören ist, aber... ich habe die Musik eigentlich immer ausgestellt. Normalerweise. Aber ich glaube, ich mache jetzt also mal zu den Let's Plays an. Nach einer kurzen Unterbrechung sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wieder da. Willkommen zurück. Vielleicht nutze ich jetzt gerade hier diese Pause gerade eben als Episoden-Umschwung. Das bedeutet also wahrscheinlich sind wir jetzt in der Folge oder in dem Let's Play Nummer 3. Ja.
einen Baum. Aber ich würde sagen, wenn die Steinaxt hier verbraucht ist, dann gehen wir auch mal wieder nach Hause. Dann können wir wahrscheinlich jetzt unser Dach bauen. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch eine Baumplantage anlegen. Und es wird wieder Tag, jawohl. Sehr schön. Laufen wir da mal wieder rüber. Und so langsam hier beginnt es richtig mit Minecraft. Ich würde sagen, in der nächsten bis in der übernächsten Folge werde ich die Monster wieder einschalten, sobald wir unser Haus fertig gebaut haben und auch mal endlich ein Bett zum Schlafen gefunden haben. Das ist nämlich eine Sache, die mich gerade aufregt, dass hier nirgendwo irgendwelche Schafe rumlaufen. Wir könnten natürlich auch hingehen und uns irgendwelche Wolle cheaten, aber das würde ich sagen, tun wir mal vorerst nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es also die Cheats haben wir ja nicht rausgemacht, aber ich weiß dann gar nicht, ob es Too Many Items schon fürs neue Minecraft gibt. Aber es interessiert mich jetzt auch mal nicht weiter, solange wir hier noch leben. So, wie viele Stufen haben wir jetzt? 36 Stufen. Damit können wir mal was anfangen, aber ich würde sagen, wir hauen erstmal noch was drauf. Eine Reihe haben wir, glaube ich, erstmal noch drauf, bevor wir anfangen mit dem Dach. Ja, ihr Kühe, wenn ihr mal Schafe wärt, fände ich das nicht schlecht. Ja, das wird das nächste sein, was wir tun. Ach, was wird denn das hier? Mann, das regt mich jetzt auf hier. Jetzt fliegt das auch noch runter. Toll.
Stille. Nein. Wieso habe ich hier jetzt... Ach so, ja. Oh, okay. okay, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Block hin, da hier dann zwei Blöcke, dann hier drei Blöcke. Was ich in dieser Let's Play Minecraft-Folge auch nochmal noch ansprechen wollte, und zwar das Thema Gamescom. Ich und Max werden dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein, aber wir versuchen es auf jeden Fall nächstes Jahr zu schaffen, auf die Gamescom zu gehen. Ist nämlich echt lustig, wenn man da andere YouTuber trifft und dann mit denen halt so labert. Und ja, bis nächstes Jahr ist auch noch etwas Zeit. Wir sind jetzt erst gerade neu in dieses Geschäft, kann ich eigentlich schon sagen, gekommen. Und so, dann haben wir hier schon mal die Höhe des Hauses bestimmt. Jetzt hauen wir hier mal die Treppen drauf. Zack. Ach, jetzt ist es falsch rum. Hier. So. Und so. Ja, ich weiß gerade jetzt gar nicht, was ich noch sagen sollte. Ich meine, ich habe jetzt alles gesagt, was ich in diesem Let's Play sagen wollte. Ach, sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Toll!